Where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with Mom's. Before the Storm erzählt die Vorgeschichte von Life is Strange und rückt Chloe Price in den Vordergrund. Im Vorgänger steuerten die Spielerinnen und Spieler Max Caulfield, die in ihre Heimatstadt Arcadia Bay zurückkehrt, ihre Kindheitsfreundin Chloe wieder trifft und die Fähigkeit, die Zeit zurückzuspulen zu können, bekommt. Im Prequel schlüpfen die Spielenden diesmal in die Rolle von Chloe und spielen die Erlebnisse nach, die sich vor Max' Rückkehr zugetragen haben. Chloe ist ein rebellischer Teenager. Alltägliche Probleme wie Streit mit der Mutter, Stress in der Schule und fiese Mitschülerinnen und Mitschüler werden thematisiert. Dazu kommt jedoch, dass Chloe den Verlust ihres Vaters noch nicht verkraftet hat und sie den neuen Freund ihrer Mutter nicht akzeptiert. Dies führt dazu, dass die Spielenden immer wieder in Situationen kommen, in denen sie mit Chloes moralischen Dilemmata konfrontiert werden. Die Spielenden erkunden die Umgebung, können Objekte untersuchen und Hinweise finden. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den Unterhaltungen, die geführt werden. Wie auch im Vorgänger können Entscheidungen getroffen werden, um das Gespräch zu beeinflussen. Hierbei gibt es auch entscheidende Auswahlmöglichkeiten, die den späteren Spielverlauf beeinflussen. Dies können nebensächliche Themen sein, im späteren Spielverlauf müssen die Spielenden jedoch auch moralische Entscheidungen treffen, die eine besondere Bedeutung für die Geschichte haben. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice. You will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? You want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly, Chloe, and... if your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? Während der Aspekt des Zeitzurückspulens im Vorgänger noch ein wesentliches Merkmal war, wird im Prequel darauf verzichtet. Dafür gibt es nun Wort- oder Streitduelle. In diesen Diskussionen müssen Antwortmöglichkeiten gewählt werden, um siegreich aus der Diskussion hervorzugehen. Hierbei können Hinweise, die in der Umgebung gefunden werden, hilfreich sein, um ein bestimmtes Argument vorbringen zu können. Oftmals ist es allerdings nicht ganz ersichtlich, welche Antwortmöglichkeiten im Dialog dazu führen, dass Chloe das Gespräch für sich entscheidet. At least she has a heart. All you have is... What's it called when you've got one porn stash and zero game? I was in the army. You will respect me. I don't remember enlisting, so don't treat me like your newest recruit. Look, now, in this house, I have my job to do, and so do you. If your job is to fuck up my life, then someone should give you a raise. And the corner fucking office. If you were a man, I'd... It's cool. If you were a man, I wouldn't go so easy on you either. Don't know why I bother trying. Mission accomplished. Das Spiel ist unterteilt in drei Episoden. Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der entstehenden Beziehung mit Rachel Amber. Ebenso wie andere Charaktere ist Rachel aus dem Vorgänger bekannt und ebenso wissen Fans der Reihe, wie die zukünftigen Ereignisse verlaufen werden. Dieser Aspekt macht manche Situationen im Spiel besonders melancholisch. Allerdings lernt man beide Charaktere von einer anderen Perspektive kennen und die Spielenden können selber entscheiden, in welche Richtung sich die Beziehung von Chloe und Rachel entwickelt. Das Spiel hat eine gesetzliche Alterskennzeichnung der USK ab 12 Jahren. Die hier behandelten Themen wie Trauer, Verlust, Drogenkonsum, Erpressung und Mordversuche richten sich an Jugendliche mit Medienerfahrung. Die anfänglichen Teenager-Probleme wandeln sich schnell in bedrohende Szenarien mit ernsten Thematiken.
Zudem gibt es einige Traumsequenzen, in denen Chloe an ihren verstorbenen Vater denkt, die sehr gefühlvoll und melancholisch inszeniert sind. Jugendliche ab 12 Jahren erleben hier eine spannende interaktive Geschichte mit vielen gefühlvollen Momenten, authentischen Figuren und emotionalen Wendungen. Weitere Informationen zu diesem und weiteren Spielen finden Sie auf der Homepage vom Spieleratgeber NRW. But sometimes there's a greater beauty yet to come.